Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maxim, ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2 und heute werden wir mal mit einer Firmentour loslegen, und zwar DAXA. Ja, das ist eine sehr, sehr bekannte Firma und darüber werden wir jetzt ganz kurz mal reden. Aber bevor es losgeht, werde ich euch sagen, wo es lang geht, und zwar von Erfurt Richtung Frankfurt am Main. Jetzt erstmal die Überlegung, ob wir eventuell schon vorher abfahren. Will er aber nicht. Da hat er wohl seine kleinen Probleme. Wir könnten aber auch Landstraße fahren. Will er auch nicht. Warum will er das nicht? Wir werden mal sagen, er soll Landstraße hier fahren. Wir wollen ein bisschen Spaß haben. Gucken wir mal. Und zwar werden wir erstmal den Motor anmachen. Unser Licht. Scania ist natürlich angesagt. Erstmal hier ordentlich rauskommen, bestimmt, weil er noch nicht den Weg hier richtig gefunden hat. So, erstmal Michelle hier los und Edeltraut und Muschi ist auch wieder am Start. So. Ach, hier ist eine Ampel. Okay. Wusste ich nicht. Ja, was kann man dann sagen zu dieser sehr, sehr bekannten deutschen Firma? 1930 wurde sie quasi gegründet und jetzt werden wir erstmal hier rüberfahren. Und hat sich als erstes, oder der Hauptsitz ist natürlich in Kempten. Das ist im Allgäu. War ich selber schon mal, aber es ist verdammt lange her, wo ich in Kempten war. Und zwar war ich da mal zum Lehrgang in Sonthofen, für diejenigen, die das kennen. Und da weiß ich, da war ein Theater. Ich glaube, war das ein Theater? Da war mal Party gewesen. Ja, und dann sind wir da natürlich auch dahin. So, ja, aber jetzt wollen wir nicht abschweifen. Und die ersten Fahrten, die sie gemacht haben, war eigentlich im Bereich Allgäu. Da haben sie Käse hin und her gefahren. Ja, ganz normal, stinkt Käse hin und her. Ne? Und dann ging es irgendwann mal ab in den Ruhrpott. Und die ersten Niederlassungen wurden dann dort auch gegründet. Dann kam natürlich irgendwann der Zweite Weltkrieg und ja, dann war erstmal Ende im Gelände. Da wurden die LKWs enteignet. Wäre auch heutzutage so, wenn der Notfall kommt, dann werden auch in Deutschland die LKWs Fahrzeuge enteignet, wenn sie gebraucht werden. Ja? Und wenn der Staat sagt, wir brauchen dein Auto, dann nehmen sie dir das Auto weg. Naja, so weit wird es nicht kommen. So. Und ja, dann wurde auch der Hauptsitz zerstört. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging natürlich überall der Aufbau los und gerade in den 50er, 60er Jahren der sogenannten Weltwirtschafts-, nicht Krise, sondern Wunder mit Friedrich Erhard und wie sie alle hießen, dann ging es halt richtig wieder rund und auch für die Firma ging es steil bergauf. Ja, dann hat man sich halt auf die Europa-Logistik konzentriert. Und ja, Lebensmittel war und angesagt. Nach und nach wurden dann auch die ersten Firmen dann gekauft in Spanien. Luft und See hat man sich auch dann mit konzentriert auf solche Frachten. Und in Island, glaube ich, oder in Finnland hat man auch eine Firma übernommen. Also die haben sehr, sehr expandiert, muss man wirklich sagen. Und zu den technischen Daten kann man ja auch sagen, in Deutschland sind ungefähr 13.600 Menschen oder Leute beschäftigt. Da sind nicht nur die Fahrer, da sind auch ja die Logistiker, die Gabelstaplerfahrer, die ja das Lager machen und ja, von oben bis unten alles vertreten. Ja, machen Umsatz, das ist ein Jahresumsatz, das ist ein Stand von 2015, ja, von 3,3 Milliarden. Jetzt sagt jeder, wow, 3,3 Milliarden, ja, da müsste aber auch alles abziehen. Na, das gehört natürlich, die Fahrzeuge, denke ich mal, die werden auch nur geleast. Ja, das muss man alles mit abschreiben, die Fahrer und sonstige Sachen, dann bleibt im Strich dann nicht allzu viel noch übrig. Ja, 3,3 Milliarden hört sich auf jeden Fall erstmal ordentlich an, aber im Endeffekt wird dann schon was, ja, rumkommen dabei. So, jetzt lassen wir erstmal hier vorbeifahren. So, ja, 76 Standorte in Deutschland und in Europa sind ja auch Stand von 2015
15, 26.500 Leute beschäftigt, 5,6 Milliarden, also 2 Milliarden mehr und 428 Niederlassungen. Jetzt würde mich mal von euch interessieren, ihr seid jetzt mal gefragt, soll ich das weiter so machen, wo ich dann ein paar Eckdaten sage, aber dann möchte ich auch von euch ein bisschen was wissen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie viel LKW-Fahrer da unterwegs sind. Also wie viele Fahrer sie haben, wie viele LKWs, das würde mich mal interessieren. Und ob ihr auch ab und zu mal die Firma hier seht. Also ich sehe sie ab und zu, wenn ich dann auf der Autobahn bin, aber meistens ist ja bei uns, wenn ich auf der A13, A15, A13 unterwegs bin, da sehe ich ja einmal Reinhard Logistik. Und das ist ja die Firma, die ich am meisten sehe bei uns hier. Ja, natürlich haben wir auch bei uns hier in der Nähe den Sitz. Und deswegen merkt man das eher, ne? So, wir werden aber schön mit diesem Scania, wir werden auch den Scania hier nehmen, weil das ist so ein, ja, Firmen-Mod-Pack. Wenn ich sie vergesse, mache ich es unten rein. Und wenn ich es vergesse, benutzt einfach mal Google. Habe ich doch genauso gemacht. Ja, das muss man mal wieder sagen. Ihr könnt das auch mal versuchen. Ah, schön sieht das aus, ne? Ich werde den LKW auch immer so lassen, dass wir da immer wieder die gleiche Tour machen. Sieht auf jeden Fall richtig awesome-mäßig aus, ne? Also, schöner Truck. Schön. Dann lass uns einfach hier eine Runde cruisen. Ja, wir haben heute den 30.07. Also ich nehme das hier alles im Vorfeld auf. Und hier ist eine Baustelle. Mal sehen, ob ich die Woche noch eine andere Firma, DRL habe ich ja jetzt auch gebracht. Schenker werde ich auf jeden Fall machen. Da ist ja ein bisschen was schief gegangen mit meinem Gigaliner. Das war nicht so optimal, wie ich da gefahren bin. Aber naja, das ist halt nun mal so, ne? So, wir schauen mal an, Tempomat, wenn wir mal auf 80 machen. Wir dürfen nämlich nicht schneller fahren, sonst gibt es nämlich Ärger vom Chef oder Geschäftsführer. Ist ja sein Enkel, der das jetzt übernommen hat. Genau 2005, glaube ich, war das, so wie ich rausgelesen habe. So, jetzt werden wir ein bisschen Landstraße fahren, weil wir wollen die Maut sparen. Ne? Chef hat gesagt, wir sollen... Da! Ach, unser Kollege! Na, hallo Ballo! Was macht er um die Uhrzeit hier? Ach, herrlich! Sieht schon klasse aus. Und irgendwie hat der Typ da vorne irgendwo ein paar Probleme, ne? Was ist denn hier schon wieder los hier? Können wir uns den LKW, den Trailer, Schmitz Trailer, noch ein bisschen genauer angucken. Was steht hier oben? Also eine Niederlassung in der Slowakei. Aha, aha. Ah ja, ihr könnt da einen anrufen, könnt da sagen, ey, ihr wollt euer was abliefern. Aus Bratislava. So, jetzt fährt der Knusperkopf. Naja. Der fährt mit einem Renault, da wird halt nicht viel, ne? Da muss halt ordentlich Scania Power hier erstmal kommen. Ist ja sowieso momentan, die LKW-Hersteller werden eine ordentliche Strafe kriegen, ne? Mit, weil sie Absprachen gemacht haben. Und jeder hat da irgendwo mitgemacht und ja, MAN war derjenige, der so verpetzt hat. Böses, MAN. Aber wer quasi verpetzt, bleibt dann quasi irgendwie straffrei. Und das bedeutet natürlich, auch Scania ist da mit betroffen, muss Rücklagen machen. Aber die Kooperation MAN und Scania in dieser VW Truck Gemeinschaft oder wie man das nennt,
trägt auf jeden Fall die ersten Früchte. Und man hat ja Anfang des Jahres schon gesagt, oh, ist das ein herrliches Wetter hier, die Wolken oben, schön. Hat man ja schon gesagt, ah, das wird dieses Jahr nicht so viel mit LKW-Verkauf, aber das boomt momentan, auch in Amerika läuft der Verkauf von LKWs doch sehr, sehr gut im ersten Halbjahr 2016. Ja, weil die Bahn halt zu unflexibel ist. Und man müsste da sehr, sehr viele Milliarden reinstecken. Jetzt muss man sich das ökonomisch mal einfach durchrechnen, die ganze Sache. Was ist, wenn man so und so viele Milliarden in den Schienenbau oder Ausbau reinsteckt, gegenüber den Straßen? Ja, gut, die Straßen sind jetzt vorhanden, die müssen halt jetzt immer weiter durch den steigenden Verkehr mehr repariert werden. Aber momentan sind auf deutschen Autobahnen über 480 Autobahnbaustellen. Das haben sie nämlich heute nämlich in den Nachrichten gesagt, also heute früh. Weil überall in Deutschland ist jetzt die Zeit, wo alle Bundesländer Urlaub haben. Ja, oder Ferien, besser gesagt, Urlaub. Also Ferien, und da ist natürlich ordentlich was los auf den Autobahnen. Und wenn man nur ein Viertel des LKW-Verkehrs von der Straße auf die Schiene ummünzen könnte, müsste man das wirklich mal ausrechnen, wo man denn hinkommt. Weil da muss man sagen, so und so viele LKWs verträgt eine Straße. Wie lange würde die denn, wenn ein Viertel wegfällt? Also würde sie nicht 10 Jahre halten, würde sie wahrscheinlich dann ja 12,5 Jahre halten. Wie viel Geld man da einspart, und ja, das wäre auf jeden Fall mal richtig interessant zu wissen. Ne? Das fahren wir hier am Rhein gerade lang. Nee, am Main fahren wir hier lang, ne? Weil wir fahren ja jetzt nach Frankfurt am Main. Würde Sinn machen, ne? Naja. Ob man denn irgendwann besser kommt, wenn man das Schienennetz dann quasi mehr ausbaut, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Ökonomen hier draußen, der sich darüber vielleicht mal Gedanken machen könnte. Und da fährt ein Schiff lang. Hier. Was ist da los? Ja. So, jetzt werden wir den Trottel da vorne mal überholen. Was? Das Berge mit Schnee? Das gibt's doch gar nicht mehr. Fahre ich falsch oder wie? Bin schon in den Alpen. Überholverbot? Nee, machen wir nicht. Nicht, dass der Chef von DAXA hier sich das anguckt und sagt: Hey, Maximus, so fahren aber meine Fahrer nicht. Na, Edeltraut. Wir werden hier ordentlich fahren, nicht so wie mit dem Schenker. Schwenker kann man ja schon fast sagen. LKW, Gigaliner. Da ging es Edeltraut nicht so gut. So. So, netto. Markendiscount. So. Jetzt werden wir mal schauen, wie lang wir überhaupt noch fahren. Ach, 78 Kilometer. Oh, ist doch eine ordentliche Tour. Schön. Hier über Land. Ein bisschen Autobahn. Schönes Wetter. Dann kommen wir so wahrscheinlich gegen 18 Uhr dann an. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir hier den Trottel mal überholen können. Ah, ich kann hier nicht wirken. Verdammt. Ist da mir eigentlich noch was? Ich sehe nichts. So. Kruse. Ah, wir müssen nach vorne sowieso abbiegen. Wir blinken schon mal. Oh, Kreisverkehr. Wird ja momentan sowieso überall hingestellt, ne? Überall gibt es einen Kreisverkehr. So. Schön ausholen. Und dann geht's los. Wir hätten ja auch mal komplett den Kreisverkehr fahren können, ne? Dann hätten wir das freigeschaltet.
Aber das machen wir nicht. Wir wollen ja die Umwelt nicht verpesten, ne? Ja, das ist auch noch so ein Fakt, den man mit einbeziehen muss, ökologisch, wenn man quasi mehr auf Schiene setzt. Ja, es ist ja nicht nur, dass man Fossilien irgendwie verbrennt, wie Diesel und die ganzen Schmiermittel, das ist auch der ganze Reifenabrieb, die Bremsen, die benutzt werden, alles, ja. Das sind alles solche Sachen, die man damit einberechnen muss. Und ich glaube, ich hätte gar nicht die Daten dazu. Das müssen dann wirklich welche machen, die das wahrscheinlich studiert haben. Ja. Oh, schöner Streckenabschnitt hier, ne? Aber irgendwie muss ich den Trottel jetzt mal überholen. Warte mal, da vorne ist grün. Wir probieren es jetzt einfach. Nein! Da vorne kommt was! Ah, der hält an. Gut, danke, danke. Uiuiuiui. Knappe Sache. Ah, der hat bestimmt wieder rumgemeckert, der andere. Uiuiui. Ah. Immer die gleichen, die hier lang prügeln, wie die Idioten. Ja, manche LKW-Fahrer sind da doch sehr, sehr schmerzfrei, ne? Aber irgendwo kann man die ja auch verstehen, ne? Wenn die ganze Zeit sitzt auf dem Bock und ach. Und die Autofahrer können sich ja in die Situation manchmal gar nicht reinversetzen, ja? Dass die manchmal eine ganz andere Sicht haben. Guck mal, hier vorne würde ich jetzt nicht sehen, dass da irgendwie ja, ein Fußgänger langläuft, ja? Oder ein Fahrradfahrer. Ja, manchmal sind ja die Fahrradfahrer die größten Trottels, die auf der Welt sind, ja? Gerade in Berlin. Wenn du da so rumfährst, die denken einfach, nicht alle, es sind einige. Na, die haben denn so einen gewissen Darfschein. Ich darf alles machen, ja. So ist es nicht. Aber es gibt, in jeder Fraktion gibt es irgendwelche Leute, die nicht ganz dicht sind. So, Frankfurt am Main. Wir kommen. Holzwerk hätte ich mal eigentlich freischalten können jetzt, ne? Einfach mal reinfahren und mal fragen, ob der Weg hier richtig ist. Ja, es geht nach Frankfurt am Main. Und ja, auch wenn dann so ein Auto ist, ja, der fährt und fährt, kommt nicht aus dem Knick und du musst als LKW-Fahrer abbremsen, hast gerade alles so schön eingestellt, lässt sich rollen und dann kommt dann so ein, weiß ich, Mann mit Hut, also ein Opa. Die haben manchmal einen ganzen Tag Zeit, genauso wie beim Einkaufen, ja. Die haben einen ganzen Tag Zeit, die wissen vor Blödheit manchmal nicht, was sie machen sollen. Und dann müssen die, ja, zur Mittagszeit, wenn wir manchmal Mittagszeit zum Supermarkt gehen und was holen, also ich und Toni, dann kommen dann die ganzen Rentner rausgekrochen. Und die Hartz-IV-Leute, wobei ich mir dann sagen, ich habe den ganzen Tag Zeit, ey, warum müsst ihr denn immer um die Zeit gehen, wo ja die arbeitende Bevölkerung auch geht? Oder Anfang Wochenende. Ja, dann gehen die Rentner auch alle wieder raus und müssen dann einkaufen gehen, wenn alle anderen gerade so von der Arbeit kommen und keine Zeit haben, ja? Können auch um 10 gehen, 10, 11. Also ich wäre dafür, dass die Rentner Zeiten kriegen, wenn sie einkaufen. Gleich mal die Skyline hinten an. Das ist herrlich. Schön. Nee, natürlich nicht. Die können natürlich selbst entscheiden, wann sie einkaufen gehen und wenn sie nicht gehen. Ne? Vielleicht wird man ja genauso, man weiß es nicht. Ne? Jetzt rummeckern und 30, 40 Jahre später bin ich genauso ein Trottel. Vielleicht brauche ich ja denn die, ja, die Nähe von anderen Leuten. Weil ich ja dann so einsam bin. Oder ich mache weiter bis zur Rente YouTube. Oh je. So, wir haben es auf jeden Fall geschafft.
Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser schönen Tour hier mit den wunderbaren LKW, Scania natürlich und Daxa. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich auch natürlich freuen, wenn da ein oder andere mal ein bisschen Google benutzt und einfach mal ausprobiert zu finden, wie viel LKW es die ja eigentlich so haben. Vielleicht auch welche Hauptmarken. Vielleicht liege ich ja mit Scania total falsch und die wollen nur ja, ein Renault haben. Ich denke mal nicht. So, ja, mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.